Hallo und herzlich willkommen bei Bas Tuning. Heute geht es mal nicht um ihn, sondern heute geht es darum, wie entstehen meine Videos. Ich werde euch zeigen, mit was ich arbeite. Und ich werde euch natürlich zeigen, wie meine ganzen Videos entstehen. Das Video wollte ich schon ein bisschen länger machen und heute kommt es endlich dazu. Wir werden das jetzt nicht so machen, dass ich jetzt am R32 weitermache. Sondern ich werde euch einfach nur zeigen, wie filme ich das. Vor allem geht es halt auch heute ein bisschen um die Carpons. Und ich werde euch jetzt erstmal zeigen, mit was für einem Material ich eigentlich filme, beziehungsweise was ich so hernehme in den Videos, was ich häufig verwende. Und vielleicht zeige ich euch auch ein, zwei kleine Tricks, wie ihr zu Hause das Video eigentlich auch ganz gut hinbekommt, mit vielleicht nicht diesen, teureren Geräten. Also das normale Geschwafel im Video kennt ihr ja schon lange. Ja, es geht immer, ich stelle mal ein bisschen das Auto vor. Es gibt jetzt auch kein Drehbuch oder so, woran ich mich halte. Ich schreibe mir auch keine Punkte auf. Ich mache das alles ziemlich spontan, deswegen entstehen halt ab und zu auch mal Versprecher. Das ist halt nun mal so. Was ich gleich noch vorab loswerden möchte, ich weiß, ich muss mich nicht rechtfertigen, es geht aber darum. Einige Leute haben beim R32-Video beim letzten drunter geschrieben, dass ich nur am Pfuschen bin. Ich sage euch mal ganz ehrlich, ich mache das zum ersten Mal und bringe mir das gerne bei. Ich probiere gerne Sachen. Wenn diese nicht funktionieren, lerne ich daraus. Und das ist mir sehr wichtig, diese Fehler selber zu machen. Kann natürlich jeder handhaben, wie er möchte. Aber das, was ich hier tue am Projekt, das ist einfach für mich. Ich möchte testen, funktioniert das? Wenn ja, warum nicht? Und sonstiges. Also wenn ihr meint, ich pfusche, ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Genau, aber das mal dazu und dazu jetzt erstmal auch nicht mehr. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Hier nehmen ihn heute mal als Objekt. Theoretisch könnten wir einen Bus auch nehmen. Aber ich habe mich jetzt dann doch fürs Projekt entschieden, weil ich nämlich einen Carpon noch drehen muss für das R32 Foliervideo, wie er vorher ausgesehen hat. Das kommt am Anfang des Videos. Bevor wir das aber machen, werden wir uns erstmal anschauen, mit was filme ich. Das hier ist normalerweise meine Hauptkamera. Das ist eine Sony Alpha 6300. Mit denen filme ich auch meine ganzen Carpons. Die habe ich auch so in der Hand, wenn ihr mich normalerweise quatschen seht. Das ist meine Hauptkamera. Und damit filme ich eigentlich so ziemlich alles. Die, was jetzt gerade filmt, ist die Spiegelreflex, weil ich euch die Kamera natürlich zeigen möchte. Grundsätzlich ist es so, dass ich mir bald eine Sony Alpha 2 oder sogar, wenn die 3er schon draußen ist, holen werde. Dann habe ich jetzt mal kurz die Kamera gewechselt. Das ist gerade, mit der ich gefilmt habe. Das ist eine Nikon D3400. Mit der mache ich meistens meine Bilder. Ich habe normalerweise dieses Standardobjektiv. Ich habe normalerweise noch ein Objektiv zum Zoomen. Und da entstehen entsteht meiner Meinung nach ein ganz anderer Effekt, sieht man auch deutlich auf den Fotos. Genau, die habe ich jetzt mittlerweile auch schon ewig, muss ich sagen. Die macht aber immer noch einen sehr guten Dienst. Damit mache ich immer meine Thumbnails oder halt Bilder, die ich brauche zum Beispiel. Zur Sony habe ich natürlich noch einige Akkus. Die braucht man halt einfach. Das ist so, wenn du zum Beispiel unterwegs bist oder sonstiges, dann brauchst du einfach mehrere Akkus. Ich muss sagen, die Zubehör-Akkus, die sind nicht der Hit. Aber mein Gott, besser als gar nichts. Hier habe ich zum Beispiel einige Speicherkarten drin, alles was man halt so braucht. Auch mal eine, die zum Beispiel ein bisschen mehr MB pro Sekunde speichern kann. Genau. Kabel ist natürlich auch immer ganz wichtig, falls du eine Möglichkeit tatsächlich hast, irgendwo in der Werkstatt zum Laden oder sowas. Dann kommen wir zu meiner DJI Mavic Mini. Diese habe ich jetzt noch gar nicht so lange und auch noch nicht wirklich oft benutzt. Ich habe sie jetzt schon zweimal trotzdem gegen die Mauer gesetzt. Das kann man auf jeden Fall machen, ist aber sehr robust, das Ding. Das Einzige, was ich bis jetzt machen muss, ist in die Flügel tauschen, weil die halt dementsprechend, wenn sie an die Wand geht, ein bisschen ramponiert ist. Genau, das ist die Fernbedienung, Smartphone. Ist eine sehr, sehr praktische Sache. Dann haben wir noch ein neues Mitglied bekommen und zwar ist das die GoPro 7. Ich weiß, die GoPro 8 ist raus. Ich habe mich mal für die 7er entschieden. Ich nutze die GoPro, nutze ich eigentlich auch noch für so Timelapse. Das heißt, ich nehme zum Beispiel, wie im letzten Lambo-Video bei Gepfeffert, nehme ich zum Beispiel den Einbau auf, 43 Minuten. Ich spiele das halt alles ein bisschen vor, dass das Video aus 43 Minuten wird dann zum Beispiel in eine halbe Minute oder so und das läuft dann so schnell durch. Das mache ich normalerweise mit der GoPro. Die Legria habe ich mir geholt für Events wie zum Beispiel die Essen Motorshow. Es ist eine kleine, sehr kompakte Kamera. Die hast du nun mal immer dabei, beziehungsweise kannst du die einfach in die Hosentasche reinschieben und die Sache hat sich. Es ist eine sehr, sehr gute Kamera meiner Meinung nach mit einem Weitwinkel drin. Schade, dass Canon die Serie eingestellt hat, ist aber leider so. Ich muss aber auch echt zugeben, dass der Akku einfach nicht der beste ist. Das muss ich echt zugeben. Der Akku, ich habe die damals gebraucht gekauft und der Akku, der ist halt wirklich nicht gut. Der ist wirklich nicht brauchbar. Ich muss danach nachbestellen. Jetzt kommen wir mal zu sehr wichtigen Sachen, beziehungsweise einem wichtigen Instrument, was man einfach mittlerweile braucht heute zum Filmen. Hier ist noch ein Stativ, das habe ich auch immer dabei. Das können wir aber so, ist jetzt ein Standardstativ, ist so ein Hammer-Stativ, ist nichts Besonderes. So, dann kommen wir zum Gimbal. Ich spreche die Jungs immer falsch aus, weil das hier ist der Gimbal. Dieser ist sehr, sehr wichtig für mich. Benutze ich auch immer in meinen Carpons. Batterien, Gimbal,
Ladegerät, sonstiges. Jetzt noch fast vergessen, also ich habe natürlich noch ein Mikrofon, das kommt aber sehr selten zum Einsatz, weil ich den Kameraton von der Sony eigentlich echt ganz gut finde. Das ist nur so ein günstiges für 10 Euro, glaube ich, ist jetzt auch nicht so der Bringer. Problem ist nur, dass bei mir immer der Anschluss vom Telefon, der wird immer schmutzig und dann passt immer der Stecker nicht rein und rutscht immer raus. Ist immer ein bisschen blöd, aber man hat es mal dabei. So, nachdem wir jetzt das alles geklärt haben, was ich alles verwende, es kommt bestimmt noch ein bisschen was dazu, was ich aber zu Hause liegen lassen habe, werden wir jetzt anfangen, endlich den Carporn zu drehen. Wie gesagt, ich brauche euch, glaube ich, nicht erklären, was ich so mache, wenn ich einfach so ums Auto rumlaufe und euch irgendwas erzähle, zum Beispiel, ja, hier neue Felgen, zack, dies, das. Brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären. Lauf halt einfach nur mit der Kamera drum rum. Ich lasse mich auch gerne mal filmen, wenn jemand da ist, zum Beispiel Franny, Philipp oder so. Lasse mich gerne mal filmen bei schweren Sachen. Ansonsten mache ich das eigentlich immer so, aber kennt ihr ja von den Videos. So, heute ist natürlich ein wunderbares Wetter. Was wollte ich denn eigentlich sagen? Da kommen wir gleich zu den Carporns nochmal. Das ist jetzt die Kamera, die ich die Porns drehe, die du in der Hand hast. Normalerweise die Porns, die filme ich immer mit 100 Bildern pro Sekunde. Also jetzt gerade 50 Bilder. Normalerweise sind es aber 100, wenn ich filme. Ist eigentlich eine ganz simple Sache bei der Mini. Das finde ich eine gute Sache, deswegen habe ich mir die auch geholt. Vor allem musst du die nämlich nicht anmelden, weil die unter 250 Gramm hat. Sehr geehrter Kunde, nee. Wie haben wir gelernt? Zuerst immer eine Drohne einschalten. Was ist denn da für ein Problem? Aha, haben wir. Fernsteuerung nicht mit Mobilgerät verbunden. Geht schon wieder los, ja? Ich werde die Drohne zum Beispiel zum See auch gar nicht mitnehmen. Because ich habe sie schon zweimal gegen die Wand gesetzt und eine Wand ist wesentlich günstiger als ein teures Auto. Ja. Ich bin so blöd. Was hast du getan? Ich habe die Fernbedienung gar nicht an. Einmal mit Profis arbeiten. Hey, ich muss aber zur Verteidigung sagen, ist auch schon echt lang her, dass ich Drohne geflogen ja, bin. Ja, weil es immer zu kalt war, oder? Ja, schon echt lang her. Ah, guck mal. Ja, mach. Kalibriere den Kompass. Ah ja. So, ich hoffe jetzt natürlich, dass sie nicht direkt gegen die Wand geht. Das ist mir letztens passiert, ich habe sie gestartet und die hat einfach Abbieger nach rechts gemacht. Keine Ahnung warum. Oh, ich nehme das Ganze jetzt mal auf, weil wenn sie wirklich flöten geht, dann weiß ich dann, wo sie ist. Ja, das ist immer so eine Sache. Das dauert halt immer recht lang, bis sie den Kompass findet. Beziehungsweise bis sie halt genug Server hat. Oder Satelliten, sagt man ja eigentlich. Bis ich dann abheben kann, dieses... Weil die hat ein geiles Feature, beziehungsweise alle DJI-Produkte, die findet immer wieder zum Startpunkt zurück. Das ist eigentlich eine ganz geile Sache. Kalibriere Kompass. Wäre mir lieber, wenn du das Ding jetzt findest. Vertikal. Nicht so, würde ich sagen, ne? Vertikal ist hoch und runter. Ja, so oder so? Horizontal ist ja, das, so, vertikal hoch und runter. Safe man, das ist falsch und nachher fliegt sie irgendwo hin. Backflip, Junge. Da geht schon wieder die Pumpe, ne? Aber ich bin doch mal gar nicht so schlecht. Ich muss ja mal wieder gucken, wie das funktioniert, ne? Bitte nicht mich angreifen. Aber das hat sie, seitdem ich gegen die Wand geflogen bin, nicht mehr ganz still in der Luft. Und deswegen ist sie nämlich letztens auch irgendwo über den Jordan. Ne? Normalerweise sollte die in der Luft stehen. Ne? Also tut sie jetzt zwar, aber sie bewegt sich immer so ein bisschen leicht. Das ist ein Zeichen davon, dass da halt irgendwas nicht passt. Ein Kreis. Dann gehen wir hier auf Start. Nein, ich will nach links. So, gehen wir ein Stück zurück. Jetzt gehen wir hier auf Start. Also es gibt so vorgefertigte Funktionen. Du kannst es natürlich auch selber fliegen. Ich schwör's dir, Junge, wenn du abhaust. Und der dreht sich jetzt hier rum. Hoffe ich. Das ist ja saucool. Der macht das jetzt automatisch, bis ich es wieder abbreche. Aber immer im gleichen Abstand. So ähnlich. Weil da ist in die andere Richtung nicht so viel Abstand möglich, ne? So, jetzt habe ich es abgebrochen, weil er fliegt halt jetzt langsam Richtung Haus. Das ist ungünstig. Fliegen wir wieder zu uns. Ja, das ist ja höher, weil sonst ist der gleich irgendwo drin. So, jetzt machen wir noch eine Einstellung und zwar machen wir die so. Ja, so ein bisschen
spiegelstark, ne? Ja. So, markieren uns das hier und gehen dann auf Start. Früh genug aufs Abbrechen gehen, weil sonst geht die aber richtig. Ich würde sagen, wir lassen jetzt noch mal ganz nach oben starten, also nicht so weit. Ich würde mal, keine Ahnung, so 30, 40 Meter. Schauen wir mal, ob er flöten geht, wenn nicht, ist gut. So, jetzt filmt er das praktisch und geht währenddessen nach oben. Ein Stück zurück. So, jetzt hat er die Flughöhe von 25 Meter erreicht. Lassen wir ihn wieder runter. Wir können uns nicht einstellen, wie hoch er gehen soll. Ich bin ja echt schon mal froh, dass da jetzt kein Mist passiert ist. Ne? Also ich habe echt fest damit gerechnet, dass die abhebt und pfumm. Das im Video zum Golf 3 Vento Front umbauen. Weißt du, da ist die Szene mit drin, wo ich in der Halle gegen eine Wand fliege. Das ist aber die dümmste Idee gewesen, das Ding in der Halle zu fliegen. Aber ja. Tja. Was macht man bei Basis-Tuning? Man testet auf Herz. Nie. Dann kommen wir zur Meisterdisziplin. Und zwar der Gimbal. Der Kaufi sagen würde Gimbal. So was anderes. So. Muss natürlich auch sein, dass der leer ist, weil ich den gestern den ganzen Tag gebraucht habe. Hör mal den Cameron bitte. Dann schrauben wir das Ding jetzt hier drauf. Die muss natürlich ausbalanciert sein, ne? Ist sie einigermaßen, jetzt klappen wir den Display aus. Das war mir auch sehr wichtig bei der Kamera, als ich die gekauft habe, dass du den Display bewegen kannst. Ja, sieht schlimm aus. Auch an und man sieht, das Ding ist praktisch. So, und dann suche ich mir eigentlich immer ein paar Perspektiven, mal von näher, mal von weiter weg. Ganz kurz, es wird zwischendrin immer unscharf, aber findet dann den Fokus wieder. Geht? Okay, also ich laufe dann so ins Fahrzeug rum und mache dann immer, also ich gehe halt rum, suche mir ein paar Perspektiven. Das funktioniert so eigentlich auch ganz gut. Das werde ich jetzt einfach mal machen und Franny wird mit Kamera begleiten. Ich hoffe, ihr müsst es aber verzeihen, wenn die ab und zu den Fokus nicht findet, weil ich filme gerade mit der Spiegelreflex. Wenn das nicht funktionieren sollte, anständig nehmen wir die GoPro. Jo. Dann werde ich das mal machen und euch ein bisschen ab und zu mal einspielen, wie das dann aussieht, wenn ich filme. Und so, genau. Später werden wir dann auch noch kurz zu mir gehen. Zeige ich euch das Schnittprogramm, mit dem ich arbeite. Bald nicht mehr, aber das erzähle ich euch dann. Verstellen. Es gibt, je nachdem, gibt es immer solche verschiedenen Perspektiven. Da zoomst du ein bisschen näher hin, weil dann ist die Kameraoptik ein bisschen anders. Das macht sich dann auch wesentlich besser. So wie ich das jetzt mache, im Film sind sich alle noch relativ gleich. Natürlich andere Einstellungen, andere Kamera, dies, das. Genau. Also im Film sind normalerweise, das macht eigentlich jeder so. Also wie ich das jetzt filme und sonstiges. Es gibt natürlich andere, die haben hier zwei, die haben so einen DJI-Gimbal, habe ich leider nicht. Überlege ich aber, ganz ehrlich, ja, und dann ein bisschen filmen. Ne? Aber im Schnitt unterscheiden sich sehr, sehr viele, da komme ich aber später noch zum Sprechen. Wichtig ist halt, ihr braucht trotzdem das Gimbal, der zum Beispiel Höhenunterschiede kann ja nicht ausgleichen. Das heißt, ihr braucht trotzdem immer einen recht stabilen Stand. Geht nicht, gell? Es wird halt immer wieder unscharf zwischendrin. Okay, scheiß drauf. Ja. Ich glaube, wir wechseln kurz auf den GoPro. Das muss ich da okay, noch festhalten. Das ist ja cool. So, jetzt haben wir mal auf die GoPro gewechselt. Sieht eigentlich ganz niedlich aus. Weil das, ich glaube, das mit der Spiegelreflex, die hat halt eben, weil es eine Spiegelreflexkamera ist, hat sie keinen Autofokus fürs Filmen zum Beispiel. Jo.
Also es sieht vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen affig aus. Ist aber tatsächlich so, am See siehst du das dauerhaft, ne? Also jemand, der, die Leute, die am See waren, die wissen, wie das halt normalerweise ausschaut, ne? Beim Filmen im Gimbal ist es halt meistens so, dass die Perspektiven, die kommen erst durch die Kamera. Also das heißt, du kannst durchs Auto rumgehen und es gibt immer, ich sag mal so, jeder, der sowas macht, der hat immer zwei, vielleicht ein, zwei Clips, die gefallen ihnen besonders gut. Da sind die Perspektiven durch Zufall richtig gut. Aber das kannst du halt nicht bei jeder Perspektive generieren. Vor allem nicht, wenn du halt alles so viel wie möglich am Auto zeigen möchtest. Hey, was ich vorhin noch sagen wollte, die Gimbal, die sind allgemein eigentlich ganz günstig, für Handys und GoPros zum Beispiel. Die Sache ist nur, die Kamera ist ein bisschen schwerer als eine GoPro. Deswegen sind die Gimbal auch so teuer, weil sich die Leute denken, ja, ein Gimbal kostet nur 120 Euro, da schneiden sie eine Kamera drauf. Ja, funktioniert nicht. Ja, natürlich funktioniert das nicht, weil die Motoren, die hier drin sind, die können das ja gar nicht halten. Das ist so, weißt du, als würdest du einen Schrank mit einem Arm hochheben. Das Wackeln werdet ihr, wenn ihr das jetzt... Ich mache das viermal langsamer bei mir zu Hause im Programm. Dann werdet ihr dieses, weil ich habe ab und zu habe ich immer so Wackler drin in der Höhe. Das werdet ihr wirklich nicht so mitbekommen. Erst wenn ihr das wirklich auf gleich schneller, also wenn ihr das auf 1:1 laufen lässt, dann kriegt ihr das mit. Ansonsten, wenn ihr das langsam macht, sieht es, ja, merkst du das nicht, dieses Wackeln. Und deswegen habe ich nämlich zu euch gesagt, das funktioniert nicht, wenn ich im Video, angenommen, sie ist jetzt hier am Quatschen mit dem Tutorial, weil ich muss hier, muss ich immer hoch und runter gehen. Und das funktioniert dann einfach nicht so, weil die Leute, du hast ja einen Gimbal, wieso filmst du denn nicht mit dem, warum wackelst du im Video? Das funktioniert nicht so einfach. Weil immer, wenn du runter gehst, dann musst du wieder hier runterstellen, musst du wieder hier hochstellen und bis das passiert ist, dann machst du es leichter mit der Hand. Na, ganz ehrlich. So, und dann, Freunde der Sonne, würde ich sagen, sehen wir uns beim Schnitt. Ne? Wir sind jetzt zu Hause, es ist aber schon der nächste Tag, weil ich es gestern leider wegen am Livestream nicht geschafft habe. Ich habe das Projekt natürlich schon offen. Dieses befindet sich hier. Normalerweise ziehe ich das ganze Programm immer ein bisschen größer. Also, dass ich den Timeline hier habe, den Bildschirm hier oben zum Angucken und hier halt meine Daten, die ich auch, also meine Dateien, die ich noch auswählen kann. Genau, ich habe es jetzt euch mal so gezogen, dass ihr das ganz gut sehen könnt. Wir sind jetzt in einem Projekt drin von diesem aktuellen Video, was ihr gerade anseht. Das sehen wir hier ganz gut, wenn wir hier so ein bisschen durchskippen. Da sehen wir die Einstellungen, die wir alle vorhin gehabt haben. Ja, im Grunde sieht das Projekt dann meistens so aus. Hier in diesem Video gibt es jetzt keinen Carporn. Ich habe nur verschiedene, das was ihr hier unten alles seht. Also diese Sachen sind zum Beispiel Titel, also Texte, die ich einblende, Kameraperspektiven, andere Tonspuren zum Beispiel. Ja, normalerweise sieht es ein bisschen mehr aus. Bei dem Video war es jetzt relativ easy eigentlich, würde ich jetzt mal grob behaupten. Das ist schon so in Ordnung. Normalerweise schneide ich mit Magix, ich muss aber echt zugeben, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem ganzen Programm, einfach weil es mir zu oft abstürzt und abschmiert. Deswegen werde ich bald ein neues Programm suchen, ich habe da auch schon einen klaren Favoriten rausgesucht, mit dem muss ich mich dann natürlich neu anlernen. Also seitdem ich Videos schneide, schneide ich eigentlich mit Magix. Ist jetzt auch an der Stelle überhaupt gar keine Werbung, weil Programm ist für meine Zwecke nicht mehr ausreichend. Dann habt ihr das auch mal gesehen, also so sieht das halt im Endeffekt aus, über das Setup, über meinen Rechner, glaube ich, brauchen wir auch nicht so viel sagen. Ich weiß auch gar nicht so viel, außer 2080 Grafikkarte, Arbeitsspeicher weiß ich noch, aber was für ein Mainboard zum Beispiel, das weiß ich nicht. Naja, man muss ja nicht alles wissen. Ich werde das, was ich jetzt gerade filme, werde ich jetzt gleich noch hinten dran packen, dann werden wir das Video rendern und dann seht ihr es auf YouTube. Und ihr wisst ungefähr, was für eine Verschiebung wir haben. Wir haben heute den 2.3.2020, 19:39 Uhr. Dann wisst ihr ungefähr, was für eine Verschiebung ich habe. Aber kann auch sein, dass das Video früher oder später kommt. Das mit dem Uploadplan, das muss ich noch ein bisschen ausarbeiten. Genau, so, dann wünsche ich auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Ich muss noch ein paar Aufkleber wegschicken, fällt mir auf. Wenn wir schon gerade dabei sind, das sind auf jeden Fall noch einige Aufkleber da. Rot, grün, schwarz, grau, weiß... Alles da. Ja. Wenn ihr welche braucht. Online-Shop ist leider noch nicht fertig.
schreibt mir einfach per Insta oder per Facebook, dann machen wir das. Können natürlich auch gerne mal die Leute reinschreiben, die schon Aufkleber bestellt haben, ob sie mit einem zufrieden waren, wie es gelaufen ist, auch mit der Versandzeit und so. Jo, dann, ich sehe ein bisschen bleich aus, habe ich das Gefühl, ne? Ich werde hier Monitor gebräunt. Nicht wundern, der Monitor ist ein bisschen dunkler und dieser hier unten liegt mit, weil wenn ich streame, habe ich zum Beispiel alle an und oben rechts und unten links blendet halt am meisten. Deswegen sind die am dunkelsten, sage ich mal. Ja, Streams immer sonntags 19 Uhr, wisst ihr Bescheid. Hat mich auf jeden Fall mal gefreut, dass ihr auch mal in so ein Video reingeklickt habt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst. Lasst auch gerne, wenn ihr möchtet, ein Abo da. Die Projekte gehen munter voran, das wisst ihr ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Vielen, vielen Dank fürs Dasein und bis zum nächsten Mal.